Was geht ab bei euch, Freunde der Erde, Terrafox hier gesendet von der Erde. Herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf ein Reaction-Video. Diesmal schauen wir das Reaction-Video von Stunrix an Praktikum bei Adidas und Van Weilams, das Original. Und ich trage Adidas-Schuhe, wie man sehen kann hier. Adidas, die drei Streifen sollen die Dreifaltigkeit bedeuten. Oder das Dreieck. Okay, das war genug. Wir schauen uns das Video an und ich bin gespannt, was kommt. Und schauen wir es an. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Ich glaube, jeder, der zur Schule gegangen ist, hat mindestens ein Schulpraktikum gemacht. Damit wir Erfahrung sammeln ja. Und eine... Ja. Ich glaube sogar drei. Eine kleine Orientierung haben, was wir machen wollen, machen wir Praktikums. Und das, ich glaube, zwei Wochen, ne? Und ja, wie ihr sehen könnt, hat es mir sehr geholfen. Ich habe den Traumjob von jedem 12-Jährigen und das verdanke ich alles durch mein Praktikum. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was für ein Praktikum ich gemacht habe. Ich habe in der 9. Klasse mein Praktikum beim Adidas Town in Berlin gemacht. Adidas! Ja. In meiner 9., also in der 9. Klasse habe ich ein Praktikum bei uns gemacht, bei Teppich World. Den gibt es mittlerweile nicht mehr, den Laden. Und ich bereue es. Mein erstes Praktikum in der 8. Klasse habe ich bei einem Verkauf gemacht. Das war cool, da war echt interessant und da war auch immer was los. Und ich durfte auch sogar die Leute beraten, was so im Computerbereich und Spielebereich anging. Aber bei Teppich World, Alter, das war so langweilig. Da gab es einfach nichts zu tun. Wir hatten in den 2 Wochen hatten wir ein einziges Mal eine Teppichauslieferung. Und die hat 5 Minuten gedauert und das war's wieder. Ich habe aus Langeweile sehr oft dort die Tapete einfach umsortiert, weil es war einfach nichts los. Okay, ich hatte auch ein Praktikum in einer Werbeagentur. Wollte mich eigentlich nicht in den letzten 2 Wochen anmelden und so. Und da habe ich von so einem Schüler eine Mappe bekommen. Aber der hat mir nicht erzählt, wofür ich die Mappe brauche. Und ja, die habe ich nicht ausgefüllt und so. Und somit war das Praktikum, was ich gemacht habe, hat das nicht mehr für die Schule gegolten, weil ich nichts aufgeschrieben habe und so. Und mir das auch nicht gesagt hat, dass ich das aufschreiben soll. Ich weiß auch nicht, was falsch gelaufen ist, schon lange her und so. Aber da lief was falsch. Das war alles nur ein Joke. Mein Praktikum. Ich habe sogar den Hausmeister draußen vor der Tür geholfen, sauber zu machen, obwohl das nicht meine Aufgabe war. Obwohl das überhaupt nicht mit dazu gehört. Aber ich habe gesagt, ey, mir ist so langweilig. Kann ich nicht einfach den Hausmeister da draußen helfen? Ich hab nur geholfen. Und kann nicht weiter entfernt sein von meiner Jetzt. Das Lustige ist, ich hatte sogar Pause. Obwohl ich die ganze Zeit Pause hatte. In Tätigkeit. Die haben würde. Ich weiß, das passt gar nicht zu meinem Charakter, sowas auszuwählen. Als Verkäufer muss man mit Fremden interagieren und ich hasse Fremde. Aber es gab 2 gute Gründe dahin. Ich wollte nicht alleine ein Praktikum machen und ein Freund hat dort ein Praktikum gemacht. War bei unserem ersten Praktikum auch so. Kumpel und ich wollten nicht alleine machen, weil erste Mal, okay, vielleicht geht vielen so, aber wir haben keine Stelle gefunden, wo wir zusammen hin durften und dann hat sich halt doch, haben wir uns entschieden, na, weißt du was, sucht sich jetzt jeder einfach was und fertig und dann bin ich zum Verkauf und hab da gefragt. Jedenfalls habe ich dann eine Copy-and-Paste-Bewerbung hingeschickt mit meinem Lebenslauf und natürlich, weil ich auch ein guter Schüler war, wurde ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Noch einer, der umsonst arbeitet. Vorstellungsgespräch bei Praktikum von der Schule? Wir sind da einfach hingegangen und haben gefragt, ob wir Praktikum machen dürfen hier oder hat uns der Büsch unterschrieben, wenn ja und dann fertig. Da musste man gar nichts weitermachen. Ich wusste auch nichts weitermachen. Ich bin dann zum Vorstellungsgespräch gegangen und habe mir Lügen aus und habe mich vorbereitet, Frank. Also ich hatte kein Gespräch, ehrlich gesagt. Zu beantworten. Ich habe einen Mitarbeiter angesprochen, dass ich heute ein Vorstellungsgespräch habe. Er hat den Manager geholt und wir sind dann ins Vorstellungsgesprächsraum gegangen. Warte, also so kenne ich das nicht. Diese Couch? Wir saßen uns an einem Tisch hin, er hat angefangen Fragen zu stellen und meine Mappe angeguckt. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wie die Konversation lief. Ich meine, es ist circa 7 Jahre her, also verurteilt mich nicht. Ich weiß nur noch eine Frage, die er gestellt hat. Warum willst du hier ein Praktikum machen? Will ich nicht. Ich bin sehr schüchtern und will später Journalist werden. Mit diesem Praktikum will ich meine Schüchternheit bekämpfen. Und so, Kids. Das gab es bei uns auch überhaupt nicht. Keine Fragen, nichts. Einfach bloß. Entweder nein, wir haben schon Leute, weil wir waren ja nicht die Einzigen, die Praktikum machen. Aber wir waren die Ersten, die suchen durften, weil unsere Lehrerin so, ihr dürft jetzt 2 Wochen vor allen anderen euren Praktikumsplatz suchen, weil wenn alle schon auf einmal losrennen, wird es für euch schwerer, was zu finden. Und deswegen hat man uns zuerst losgeschickt. Werbeagentur. Da war ich gewesen, es fällt mir gerade ein, das Wort, was ich gesucht habe seit vorgestern. Werbeagentur. Ne, jetzt nicht das Wort, aber ich weiß auch nicht. Kommt ihr jeden Job? Es ist die Wahrheit, ich habe das zu ihm gesagt. Ihr denkt euch jetzt, oh mein Gott, wie kannst du ihm so eine Lüge erzählen? Erstens, zu der Zeit wollte ich wirklich Journalist werden. Bloß habe ich später bemerkt, dass man gut im Deutsch sein muss. Zweitens, egal was ich gesagt habe, er hat nur gehört, ich arbeite umsonst. Ich arbeite umsonst. Ich arbeite umsonst. Ich arbeite umsonst. Tut mir leid. Was hast du gesagt? Das ist immer das, was bei Praktikum mich so abschreckt.
Auch wenn du dich irgendwo bewirbst und er sagt, ja, mach erstmal einen Monat Praktikum und mal gucken, wie es so für dich ist. Das ist immer so ein Ding, wo ich dann gedacht habe, ach nee, bitte nicht einen Monat unbezahlt arbeiten, Alter. Um dann am Ende doch zu sagen, ach nö, wir brauchen dich nicht. Dann kommt der nächste Praktikant, die haben wieder einen kostenlosen Arbeiter. Arbeite umsonst? Nachdem ich alle Fragen beantwortet habe, hat er mir noch irgendwas erzählt. Nun, mein Problem war, ich habe mich so sehr angestrengt, interessiert auszusehen, dass ich vergessen habe, ihn zuzuhören. Ich habe mich auf einen Punkt seines Gesichts fokussiert und das war sein Mund. No homo. Ich habe es natürlich dann auch bemerkt, dass ich nicht mehr zuhöre. Meine Gedanken gingen dann von, ich muss interessiert aussehen, zu, warte, ich höre gar nicht mehr zu. Zu, okay, jetzt höre ich zu. Ich habe mich dann zu sehr konzentriert, zuzuhören, statt zuzuhören. Ich wurde angenommen. Mein Praktikum ging 3 Wochen. Dann passt doch. Also war ich da fast einen Monat mit... 3 Wochen? 3 Wochen? Mein Praktikum ging 3 Wochen, also war ich da fast einen Monat mit Freund gefangen. Aber ich habe gedacht, es ist... mit Freund gefangen? Und bei uns war es nur 2 Wochen, Mann. Nicht so schlimm, weil ich ja mit Freund arbeite. Aber nope, der Laden hat 3 Stockwerke und wir wurden getrennt aufgeteilt. Jede Woche hatten wir immer einen anderen Stockwerk. Meine erste Woche habe ich in der untersten Ebene gestartet. Die Streetwear-Abteilung. Jede Abteilung hatte nochmal einen kleineren Manager, der für seine Ebene zuständig war. Der Mini-Manager von der Streetwear-Abteilung hat mich eingewiesen. Er war weiß. Er hat mir wahr gesagt, was meine Aufgaben... Das war... sehr wichtiges Detail. ...sind und ich wollte dann anfangen. Nicht mal 10 Sekunden danach kam ein englisch sprechender Kunde und hat mich gefragt, wo etwas ist. Und ich habe dann aus Panik gesagt... I'm not employed. Aber der Plot-Twist ist... Ich habe dort gearbeitet. Leider, dass ich dir nicht helfen konnte, englisch sprechender Kunde. Ich war nicht wirklich der Fan von der untersten Etage und habe täglich 3 bis 4 Stunden nur Kartons ausgepackt. Aber das Ding war, die 3 Kartons waren zusammengestapelt größer als ich. Und ich hatte schon in meinem Alter einen kleinen Wachstumsschub. Ich war große stolze 1,65. Jedenfalls waren die 3 Kartons größer als ich. Aber das war noch nicht das Schlimmste. In den Kartons waren natürlich Klamotten, Schuhe und Co. Nun war das Schlimmste aber ihr Lager. Wenn ihr das Wort Lager hört, denkt ihr bestimmt an einen großen Raum mit viel Platz und Freiheit. Aber nein! Das war's nicht. Nee. Man konnte nicht mal die Arme hochheben, so ja. Eng war's. Dieser Gang hatte nur das genug. Das ist aber in vielen Lagern so, auch in Einkaufs-, also in normalen Supermärkten. Die haben zwar riesen Lager, aber meistens kann man wirklich schlecht durchlaufen. Ich habe was Lageres gearbeitet. Da war sogar, irgendwann wurde das dann mit Schränken, mussten wir auch einbauen. Regale und so. Man konnte schon laufen, aber das wurde immer voller sogar mit der Zeit so. Ah, ich habe gern gearbeitet, aber es ist vorbei. Okay, weiter. Platz, um eine Person durchzulassen. Jedes Mal, wenn man vorbei wollte, musste man Auto spielen und beim kleinen Seitengang Platz machen. Und es war alles verdammt nochmal hochsortiert. Ich musste öfters eine Leiter benutzen, um Sachen reinzusortieren. Später wurde ich noch vom Manager darum gebeten, eine Liste zu machen, in welchem Regal welche Schuhe liegen. Und wenn etwas falsch ist, es wieder richtig einzusortieren. Die Liste wurde dann später aufgehangen. Nun, das Ding ist, es gab vorher keine Liste. Und die Mitarbeiter sind wohl auch gut ohne ausgekommen. Der Mini-Manager hat mir wohl alle nervigen Aufgaben aufgeteilt, auf denen er wohl... Mini-Manager. ...keine Lust hatte. Er war allgemein fast nie zu sehen. Und wenn er mal da war, hat er auch nicht lange gearbeitet. Das kennt man. Und so habe ich meine erste Woche verbracht. Sachen einsortieren und mein Mini-Manager-Hass entwickeln. Abgesehen von den englisch sprechenden Kunden, hatte ich nicht einmal was mit Menschen zu tun. Meine 2. Woche habe ich in der mittleren Etage verbracht. Das ist aber dann schwach für Adidas. Die Sportetage. Mein neuer Mini-Manager, der weiß ist, war viel cooler als der... hier. Bei ihm durfte ich eigentlich erfahren, wie es wirklich ist, ein Verkäufer beim Store zu sein. Neben Sachen einsortieren, was ich nicht immer machen musste, habe ich auch Klamotten gefaltet, die gesichert und zum Aufstellen hingepackt. Ich hatte auch manchmal was mit... Ich hasse es ja schon so, Klamotten zu falten, aufzuhängen und alles, was dazugehört. Ich könnte niemals in den Klamottenladen arbeiten, Alter. Ich hab da gearbeitet. Super. Das war da, wo ich das gearbeitet habe. Meine Güte, ey, was da. Ich war jedes Mal bei den Bewerbungsdingern dabei, stand bei den... bei den Ausschreiben, Stellenausschreiben, modebewusst. Und das bin ich nicht. Ich ziehe halt das an, was mir gefällt und nicht das, was gerade Trend ist. Kunden zu tun. Da bin ich ja eh aber bloß, ich wusste nie was. Nennt man außer, dass einmal als einer gefragt hat, wo die Umkleidekabinen sind. Ich war stolz. Bin ein produktiver Mitarbeiter dieses Ladens. Und das Beste war wohl das Einsortieren. Hä? Weiler? Unten hast du es doch gehasst, warum war es das Beste? Weil es diesmal ein großes Lager war. Ich konnte mich hinsetzen und Sachen stapeln. Theoretisch habe ich einfach nur Tetris gespielt. Die 3. Woche war das beste Stockwerk. Die nochmal Sportetage. Theoretisch habe ich das gleich gemacht wie in der 1. und 2. Woche. Bloß war mein Mini-Manager richtig cool. Er war schwarz. Ich glaub, das ist ein sehr wichtiges Detail.
Ich glaube, er war der Einzige, mit dem ich eine richtige Unterhaltung geführt habe. Es war gerade noch die Zeit, wo ich richtig into Tanzen war. Wir haben über verschiedene Tänzer geredet und haben auch ein bisschen rumgejoked. Mein Lieblingsort oben war in der Umkleidekabine. Ich habe immer getan, als ob ich aufräume, aber ich saß mich einfach nur hin. Ihr wisst nicht, wie anstrengend es war, für mich nur zu stehen. Mein Kinderkörper hat das noch nicht mitgemacht. Er hatte nur lebenslange... Stimmt, jetzt weiß ich wieder, wo ich mein drittes Praktikum gemacht habe. Das habe ich auf der Stadt gemacht, weil ich absolut nichts gefunden habe. Unseren An- und Verkauf gab es nicht mehr. Und diesen Teppich-World gab es da auch nicht mehr. Und da wäre ich sowieso nicht mehr hingegangen. Alles andere war voll. Und da habe ich es auf der Stadt probiert und dem gesagt, okay, kannst du hier Praktikum machen. Aber ich war halt immer auswärts. Ich war nicht mit in Büro und so, sondern ich musste immer raus mit sauber machen, Spielplätze, Unkraut und so, Rasen mähen. Und bei vielen Dingen, wo ich allein hingeschickt wurde, habe ich mich einfach nur auf die Bank gesetzt, mich ausgeruht. Einmal habe ich sogar mich einfach hingelegt und auf der Bank gepennt. Erfahrung vorm PC zu sitzen. Der Rest der Woche ist nicht wirklich etwas passiert. Außer das eine Mal, als ein Typ reingekommen ist, der aussah wie ein russischer Mafia-Boss. Ich erzähle euch mal jetzt eine Lebensweise. Die reichesten Leute sehen nicht reich aus. Er hatte das typische Adidas-Sportoutfit angehabt. Er und seine Freundin haben nur auf das gezeigt, was sie haben wollen. Und die, die immer übelst reich aussehen, das sind die gerne reich sein wollen. Kennt man. Und ihr Butler hat es dann mitgenommen. Das ist nicht bei allen so, aber wirklich am meisten. Massen einkaufen gegangen, ohne auf den Preis zu gucken. Und ich stand nur daneben und hab mir gedacht, wow, beide müssen Adidas wirklich lieben. In den 3 Wochen habe ich viel gelernt. Zum Beispiel, dass die Mitarbeiter nicht wirklich miteinander befreundet waren. Da ich meine Pause selber wählen konnte, hatte Freund und ich nicht wirklich immer gleichzeitig Pause. Ich wusste, dass ein Pausenraum existiert. Aber ich hätte dann mit anderen Mitarbeitern interagieren müssen. Und das wollte ich nicht. Deswegen bin ich mal zum Center gegenüber gegangen. Ich bin immer nach Hause gegangen in der Pause. Wir hatten eine Stunde Pause, Mann. Und hab nichts gemacht. Es war eh nur eine halbe Stunde. Deswegen ging die Zeit... Und vor allem die Zeit hat mit dazu gezählt bei uns zur Arbeitszeit. Theoretisch gesehen haben wir dann eigentlich nur 5 Stunden gearbeitet, weil eine Stunde davon Pause war. Und in der Pause bin ich immer nach Hause, weil ich hatte es nicht weit. Das waren 5 Schritte. Nein, nicht ganz. Es waren schon so... Ich bin schon so 5 Minuten bis nach Hause gelaufen. Aber ich habe mich dann immer hingesetzt und San Andreas auf der PlayStation 2 gezockt. Eigentlich war es nicht schnell vorbei. Als ich mir mal gedacht habe... Ich kann, oh Mann, das ist zu groß. Nee, kein Vollbild, Leute. Kein Vollbild, ey. Was wollte ich sagen? Oh, Pausen, ey. Es gab einen Pausenraum als Lagerist und so, oder? Bei der Medienagentur, wo ich gearbeitet habe oder das Praktikum gemacht habe, besser gesagt. Da gab es auch Pausen. Da haben die Leute aber von unterwegs oder bestelltes Essen gehabt. Und ich hatte kein Geld und hab das dann nicht gegessen, sondern davon rumgesessen und so. Und ich hab sogar in der Pause weiter meine Mediengestaltung weitergemacht und so, um mal zu gucken, so Photoshop-Skills erlernt und so weiter und so fort. Man sieht nicht so viel vom Photoshop in meinem Channel, weil ich Photoshop nicht mehr benutze, aber ja, da habe ich ein bisschen Mediengestaltung gelernt. Dass ich den Pausenraum auschecken sollte, habe ich dann einen Freund gesehen. Er hatte auch gerade Pause, so wie ein paar andere Mitarbeiter. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe, aber ich habe erwartet, dass die Pausenräume ein bisschen belebter sind und den Klassenraum Pausenvibe hat. Aber nee, es war totenstill. Keiner hat Augenkontakt miteinander gehalten und nur gechillt. Ich saß mich zu Freund, wir haben ein bisschen geredet, aber wegen der Totenstille war es ein bisschen komisch, überhaupt etwas zu sagen. Da es ein Schulpraktikum war, wurde ich benotet. Die mittlere und die oberste Etage gaben mir eine gute 1 und der Minimanager von unten... Was? Ich erledige deine Kackarbeit ohne Widerworte und du gibst mir eine 4? Am Ende muss ich noch einen Vortrag für meinen Lehrer halten über mein Praktikum. Ich habe eine 2+ bekommen. Es war wirklich nicht die spannendste. In welchem Unterrichtsfach zählt da eigentlich nochmal Praktikum? Wo wurde die Note mit reingeschoben? Das sind 3 Wochen, aber es war eine coole Erfahrung. Außer du, ich hasse dich. Wenn ihr mal jetzt in Berlin seid und zu dem Adidas Town geht, könnt ihr nun sagen, Wellam hat hier mal gearbeitet. Wer? Also Praktikum ist so... Okay, in der Schule wichtig, damit man das mal kennenlernt, wie das später auch wirklich in der Arbeitswelt ist. Ist natürlich nicht ganz richtig, weil du nicht das machst, was ein richtiger Arbeiter macht. Die meiste Zeit wirst du halt wirklich für die Drecksarbeit abgeschoben. Außer wo ich sagen muss, in den An- und Verkauf, da wurde ich halt richtig eingesetzt. Vielleicht lag es auch mit daran, dass ich mit den Besitzer dort gut befreundet war. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen. In diesem Sinne verabschiede ich mich unbedingt. Okay. Aus. Oh, jetzt kommen die ganzen... Erlebnisse hoch, ey, jetzt kommen die ganzen Erlebnisse hoch. Wow, jetzt kommen die Erlebnisse und Gedanken in Erinnerung hoch. Oh, okay, fast 15 Minuten, danke fürs Zusehen, das war Praktikum bei Adidas von Weilam. Das Reaction-Video von Stunnex darauf und euch vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, wie immer, Daumen hoch für euch fürs Zugucken.
Warte, hier kommt er. Nächstes Mal. Tschüss, Leute. Ciao. Tschüss. Wow.